Prösterchen, Jutta. Prösterchen, Miss B. Und hallo, liebe Zuschauer, hier ist wieder eine neue Sendung von Tippe Gucke. Ja. Das ist gut, das ist gut. So, und es geht schon gleich los. Ich begrüße alle Zuschauer. Hallo, Miss B. Zum Beispiel, hallo Jutta. Hallo ihr. Und auf Facebook, YouTube, offene Kanäle oder wo Sie uns sonst schauen. Unsere E-Mail-Adresse bmb@bmbforum.de. Und wenn Sie weitere Sendungen schauen wollen, einfach morbach.tv im Internet. Können Sie die Rezepte nachlesen. Alles, wie Sie es gerne hätten. Gell? Und heute gibt es ganz was Tolles. Ne? Ja. Krummbeere-Wurst heißt das, ne? Ja, Krummbeere-Wurst. Ja, der Kartoffelwurst, ne? Und wir machen die komplett selber, aber ja, nicht im Darm, sondern auf dem Backblech. Und wem da zu viel Arbeit ist, der kann zum Beispiel das auch fertig kaufen, hier so im Darm, ne? Lecker Kartoffelwurst. Kann man so garen, glaube ich, kann man so komplett braten oder sogar aufschneiden und so ähnlich wie wir das jetzt machen, genau, oder Backofen oder sonstiges. Backofen, ja. Wem das hier alles zu viel ist, obwohl ein Schnitt viel Arbeit ist, würde ich sagen, die gibt es bei der Metzgerei Kneppel, gell? Ja. Bei Kartoffelwurst, glaube ich, gibt's. Großzügig zur Verfügung gestellt. Genau. Dankeschön noch. Ja. Und ja, die gibt es, glaube ich, nicht überall, Kartoffelwurst, ne? Eigentlich nur hier in der Region. Genau, also wenn Sie so überregional zuschauen, müssen Sie es leider selber machen. Wer hier in der Nähe wohnt, Metzgerei Kneppel in Morbach, die bereiten wir natürlich auch standesgemäß zu, ne? Denk an das Kaffee. Genau. Das wollten wir auch mal benennen. Genau, das Kaffee Heim neben dem Kaffee Heimat. Ja, da ist nämlich die Metzgerei, direkt daneben. Genau, da ist die Metzgerei daneben oder umgekehrt. Wo man gerade herkommt, ne? Ja, über Kaffee Heimat schwätzen wir gleich noch. Mhm. Gut. Wie fangen wir an? Also, ich habe ja eben schon mal gesagt, unsere Gerichte haben vor dem Vergnügen die Arbeit des Kochs gestellt. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt drum kloppen, wer schreddert. Ja, ich kann das ruhig mal machen. Das Fleisch müssen wir ja jetzt klein machen. Grob, ja, genau. Klein. Also, das kann man auch durch den Fleischwolf machen, genau. Das Fleisch. Fleischwolf geht auch, aber grobe Einstellung. Grobe Einstellung, genau. Mhm. Und wir zerfitzeln den Tier wieder in nach deinem Mann benannten Schredder. Schredder, jawohl. Nach meinem Mann benannten, wer es braucht. Wer es braucht. So, einfach rein. Du kannst vielleicht schon mal Sauerkraut derzeit. Hm? Oder die Kartoffeln. Ja, aber du, wenn ich den Sauerkraut schon fertig mache, dann... Ja, Mann, du... Dann ist er ja wieder kalt. Wir müssen es ja im Backofen dann nochmal backen. Ja. Verstehst du die Problematik jetzt? Aber für mich wäre es keine Problematik. Ich würde es einfach wieder warm machen. Ach so. Super, oder? Oh, aufgewärmtes Sauerkraut. Wer es mag. Ja, genau. Dann mache ich das. So, weil die müssen wir ja auch schreddern. Nee, da brauchen wir ein bisschen. Kannst du ein bisschen? Ich kann das nicht. Meinst du so? Rückengymnastik, Popetzen und rund. So, ich mal ein bisschen Butter. Jetzt ist aber gut. Jetzt ist gut, ja, würde ich sagen. Pass auf, ich nehme jetzt mal die scharfen Gegenstände von dir weg. Ja, scharf bin ich ja selten. Naja, genau. Gucken ja auch Kinder zu. Dann kannst du die nächste Portion machen. Genau. Oh, nee, das schneide ich schon durch. Tu es mal rein, sonst hast du dich wieder. Ich wollte jetzt eigentlich die Eckelchen noch sauber machen, ja, aber ja, du. Ja. Ich bin ein wenig echauffiert, aber das macht nichts. Dann mache ich eben das Sauerkraut. Ja. Den Tier, als ob ich nichts zu tun hätte, also wirklich. Ich bitte dich 2 bis 3 Mal. So, und das Sauerkraut, im Gegensatz zu Sauerkraut aus der Dose, ist frisches Sauerkraut und das muss man selber noch ein bisschen würzen. Sonst schmeckt das nicht. Wobei ja das Sauerkraut sogar roh toll schmeckt. Jo. Roh und auch kalt, was wahrscheinlich so sein wird. Aber bitte. Das ist ja nur das, wo wir drüber gesprochen haben. Ne? Das hier wird bockig. Bockig? Das wird bockig. Ja, ich habe dir ja gesagt, das Messer müssen wir vielleicht zwischendurch mal. Aber
Wie, nach jeder Sendung das Messer reinigen, oder was? Nach jeder Umdrehung. Mir ist das hier zu klein, der Kreis. Ah, also, vielleicht weniger Fleisch reinmachen? Vielleicht mal an die Hersteller von, wir dürfen ja keinen Namen nennen, ja. So längere Hebel, das wäre natürlich noch besser. Für Männer ja. Kann ja sein, aber die Frauen müssten halt eben mit so einem kleinen Hebel zurechtkommen. So wie wir das mit schon machen. Ich finde das gut. Huch, mir wird ja, das genau, vor lauter, da lauter. Da haben wir es. Da haben wir es. Ja, 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 ja. So, komm hier, machen wir das mal. Machen wir mal das Sauerkraut hier rein. So, was machst du alles in das Sauerkraut jetzt? Das habe ich jetzt erstmal ein bisschen Butter vorher reingemacht. Jetzt kommt Salz, Pfeffer. Ganz einfach. Salz, Pfeffer. Ein bisschen. Nee, wir wollten jetzt süß machen. Ne? Man kann ein bisschen Zucker reinmachen, aber ich glaube, ja, aber zur Kartoffelwurst. Weil die Kartoffelwurst ja dann doch ja, ein bisschen rustikaler ist. Ne? Ich finde doch dazu Champagnerkraut oder so nicht gut zur Kartoffelwurst. Ja, es soll nicht zu fein sein. Wir können ein bisschen grober gestalten. Also Salz und Pfeffer, würde ich sagen, reicht auch. Weil die Kartoffelwurst bekommt ja. Bohnenkraut. Bohnenkraut ist ja ein sehr intensiver Geschmack. Ja. Wie heißt das noch? Hinab oder Formwald? Ich weiß es nicht. Heidekreitsche oder irgendwie sowas? Ja, so irgendwas draußen. Ja, das ganze Hahnekreitsche. Hahnekreitsche. In die Kartoffelwurst. In die Kartoffelwurst kommt Hahnekreitsche. Genau. So. Und jetzt machst du ja eigentlich nur Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer, ganz normal. Bisschen Brühe, wenn ich noch was hätte, aber ja. Ich habe das weggeräumt. Nein, da ist sie noch. Geht noch gerade aus dem Bild. Ah, genau. Na? Noch ein bisschen Brühe. Kleines bisschen ganz, ganz, ganz wenig. So, reicht schon. So, und jetzt muss das einfach vor sich hin garen, ne? Wie lange braucht das? Oh, das kommt drauf an, wie gar man haben will. Ab und zu probieren. Also ja. Ich würde sagen 10 Minuten. Ja, so, so, ja, denke ich auch. Ja. Dann machen wir es aus. Ja, ja, rein, genau. Ne? Gut, dann würde ich sagen, lass mal einfach schneller vorlaufen, ne? Weil hier muss man ja am Ende nicht dabei zuschauen. Also bis gleich. Bis gleich. Fleisch habe ich schon geschreddert sozusagen. Jetzt machen wir weiter mit den Kartoffeln. Einfach ins Gewölbe rein. Geht wunderbar. Ja. Ist ganz einfach. Lege ich sie hier drauf jetzt. Mal gucken. Ja, reicht. Also, ne? Oder? Guck mal, noch. Am Rand ist noch ein bisschen grob. Ich würde sagen, ein bisschen feiner. Okay, okay, okay. Zwei Umdrehungen. Weißt du, ja. So, eben hatte man vom Kaffee Heimat. Mhm. Warst du schon mal drin? Ja. Ja, und wie gefällt es dir? Schön. Sieht also, gemütlich aus. Für die ganz fremden Kaffee Heimat hat zu tun mit dem Regisseur Edgar Reitz, der die Serie Heimat hier gedreht hat im Hunsrück. Und jetzt gibt es wieder eine Neuerscheinung, die neue oder? Die andere Heimat. Die andere Heimat, da geht das praktisch. Ja, mit den Leuten weiter, ne? Mit den Namen. Und ja, so. Die sind nach Brasilien. So die sind nach Brasilien. Das war damals sowieso hier sehr beliebt nach dem Krieg in Brasilien auswandern. Ja. Statt verhungern, muss man auswandern. Genau. So, und da wurde jetzt so eine kleine Ausstellung von dem Edgar Reitz gemacht und ein Kaffee dazu. Der Kaffee ist sehr stylisch, aber finde ich trotzdem gemütlich. Jetzt mag ich das natürlich, das Stylische und trotzdem, es ist in dem Haus, wo der Edgar Reitz aufgewachsen ist. Genau, es ist sein Elternhaus. Genau, ne? Das Elternhaus. So, das hat das auf sich mit dem Kaffee Heimat. Und daneben ist zum Beispiel die Metzgerei Kneppel, weil der
Alfred Knöppel und der Edgar Reitz, sie sind so ein bisschen zusammen aufgewachsen und da wurde sogar in der Serie mal den Namen von der Metzgerei gesagt, weil da hat dann einer gesagt in dem Film, ei, woher ist dann die Goat Kartoffelwurst? Hat der andere gesagt, ei von Knöppel aus Morbach. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles aufgeklärt, oder? Jawohl. Waren die auch gleicher Jahrgang? Oder was? Das kann ich ganz so genau, ich glaube, aber es muss ja, weil die haben als Kinder zusammen gespielt, also können sie ja nicht so weit auseinander sein. Ja, vielleicht ein, zwei Jahre. Ja. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wenn sie in der Nähe sind, gucken sie mal rein. Ist eigentlich für Morbach eine Attraktion, finde ich. Ne? Sollte man halt einfach mal gucken, auch die Ausstellung, kann man viel sehen. Einfach mal reinschauen. So, und ich mache jetzt hier weiter. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder. Hier haben wir jetzt drin das Fleisch. Vielleicht kann ich mal so zeigen. Ah, die Kamera stimmt wieder. Das Fleisch ist drin, die Kartoffeln und die Zwiebeln. Und das mengen wir jetzt mal schön, gell? Und würzen das direkt? Ja, klar. Sauerkraut ist übrigens fertig. Sauerkraut ist fertig. So, da haben wir schon mal eins, was fertig ist. Ne? Ich glaube, da kann ganz viel rein, ne? Oder? Ja. Ja. Jetzt machen wir mal gut rein. Also alles, was mit Hunsrück zu tun hat, hat irgendwie Zwiebeln, Kartoffeln, immer dasselbe, oder? Ja, ein bisschen hast du recht. Ja. Das ist wohl Kartoffeln und Zwiebeln, ist wohl das unempfindlichste Gemüse, was dem Hunsrück immer gewachsen ist. Ja. Zucchini und so was, glaube ich, und Auberginen. Das gab es ja damals sowieso noch nicht. Ja, davon mal ganz abgesehen. Pfeffer genug? Hat jetzt so ein bisschen reingemacht, was sagst du? Also die Masse sieht schon, können die Leute das sehen? Wenn man mal hier. Also sieht schon sehr Kartoffelwurst mäßig aus. Mäßig ja, klar, aus. Klar, guck mal, klar. Wir haben noch die eine. Hier vorne. Na? Ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen feiner, oder? Noch in Idee schon feiner ist das hier, ja. Aber das ist ja, denke ich mal, nicht schlimm. Sieht gut aus. Ja. Sieht sehr gut aus. Ah, jetzt dürfen wir nicht vergessen, das Hahnekreitsche. Das genau. Ah, dürfen wir jetzt. Da haben wir das so, auf dein Haus. Das ist jetzt Chefinnensache, ne? Weil? Bohnenkraut kann auch böse in die Hose gehen. Also da muss man, ich denke aber schon ein bisschen. Ja, die Wurst schluckt ja auch Gewürze, ja. Sagt man. So, so. Ne? Das Gute ist, man kann das jetzt mengen ne? Und dann kann man ja auch das riechen, an dem, wie viel Bohnenkraut da drin ist, weil das so intensiv riecht. Stimmt, machen wir die Nasenprobe. Genau. Geruchsprobe. Ich komme mal vor wie eine Metzgerskatin hier heute. Jetzt machen wir schon Wurst selber. Aber wir haben ja auch viele Zuschauer aus Amerika und so. Ne? Das ist für die ja auch mal was Interessantes. Ne? Ja, klar. Kartoffeln werden sie wohl haben in Amerika, oder? Ich denke schon. Keine Süßkartoffeln nehmen? Nee, um Gottes Willen. Das haut nicht hin. Auch keine Marzipankartoffeln. Ich kenne auch die Amis. Uff. Die sind aber, da merken sie beim Schreddern. So, ja genau. So, jetzt mach mal die Geruchsprobe. Du sagst ja. Ich muss das ja aufmachen, sonst liegt mein Haar da drin. Ja, also mir wird das reichen. Mir nicht. Ja, dann tu noch rein. Na, dann schimpfst du nachher mit nein, mir. Nein, 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 komm noch jetzt. Doch. So. Ich bin heute, ist ja Kartoffeltag, da will ich mal nicht so sagen, ne?
So, und wir machen jetzt damit, wir ölen im Backblech. Ich gehe mal gerade in den Keller. Genau, holt mal aus dem Keller und tschüss. So, ich bin ja jetzt ganz gespannt, wird das nicht trocken? Wir werden es erleben. Darf es nicht. Hast du gehört? Du. Du. Darfst nicht trocken. Moment, ich muss mal kurz hier mein Büro zeigen. Irgendwie bin ich heute im Gesicht sehr zugewachsen. So. Upala. Das steht ja im Schrank. So, genau. Möchtest du? Nee, mach du doch mal. Du kannst ja auch mal was tun. Oh, im Schweiße meines Fußes stehe ich hier und koche mir den Wolf. Du willst ja bloß deine Finger nicht in das Öl stecken. Richtig. Ich kenne sie, ich kenne sie. Ja. Ne? Ja, ja. Dann erklär doch mal, warum Öl? Ja, ganz klar, weil wir erhitzen über 200 Grad. Oder selbst schon bei alles, glaube ich, was über 120 geht. Die Butter kann dann nämlich verbrennen und das schmeckt dann nicht mehr so doll, gell? Nee. Verbrannte Kartoffelwurst ist nicht gut. Jetzt kannst du den Rest Olivenöl dir schön ins Gesicht machen. Das ist ja auch gesund. Ich kann dir auch nur Maske machen. Sonst kommst du mal mit so dolle Tipps in Kartoffelwasser baden. Ich vergesse es nie. Ja, da musst du jetzt die Hand hochhalten bis heute Abend und dann stecke ich sie dir ins Badewasser. Alles klar. Ich denke, so reicht das, ne? Ja. So, nimm deine Flasche und geh. So, jetzt mal statt einfach hier so drauf. Ne? Ja, mach mal. Sei mal ganz hemmungslos. Ich musste mir ja meine öligen Finger. Ja, ich denke jetzt, weil wieso macht das hier so, wieso so Geräusch? Also, die Jutta ist halt wieder so albern. Das wird so eine unseriöse Sendung jetzt. Also, das wird jetzt ein Kartoffelwurstberg oder wie? Schön flach drücken. Ja, ja. Jetzt meckern jetzt, sonst hättest du sie alle in die Därme reinmachen müssen. Nein, das möchte ich. Ich möchte nichts im Darm haben. Also, du weißt. Ich kann es nicht leiden. Ich guck genau zu, die Fläche auch eben genug wird. Ne? Guck mal, hier ist ein Action noch. Ja, ach komm. Es muss ja doch in der Massage enden, gell? Ja, ja, aber ich will das schön haben. Ich will da nämlich auch ein Muster drin haben. Och, da noch ein Muster. Das hier ist aber schon für 4 bis 5, 6 Personen. Hm? Ja. Ja, also wir zwei packen das nicht. Na, wir packen schon einiges, aber. Ja, nee, nee. So, jetzt bin ich gespannt, weil da kommt ja jetzt nichts mehr drum und nichts mehr drauf und keine Feuchtigkeit. Da stand im Rezept goldbraun backen. Weil wir haben so ein uralt Rezeptbuch und da habe ich gedacht, so, ne? Also, Kinder, Trommelwirbel. Wir haben jetzt 220. Geht's? Kleinen Moment, da fehlt das Unterblech. Gott. Muss ich wieder in den Keller? Ja, im Keller bitte das Unterblech. Ja, hier, ne? Genau, das ist dann besser, weil ich habe festgestellt, Backblech ist zu klein. Und jetzt kommt er drauf. Ja, ist gut. Jetzt habe ich mich etwas gewundert, ob der Backofen eingegangen ist. So. Schlaf schön und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. So, und da sind wir wieder. Das Teil hier ist jetzt 20 Minuten drin. Mhm. Unser leckeres Teil. Kartoffelwurst. Quatsch. Krummbeerewurst, gell? So, und jetzt haben wir ja gesagt, wer das nicht selber machen will, da gibt es ja die leckere Krummbeerewurst vom Kneppel aus Morbach. Die bereiten wir jetzt auch mal zu. Ja. Ne? Und dann machen wir hier, du machst an, auf Heat. Ach. Jetzt geht's aber ab. Hey. Hier.
So haben wir noch mehr. Ja, ist gut. Ja. Also ich schau, was ist denn hier los? Da ist garantiert ein Tropfen Wasser und bei der Induktion fängt der an zu meckern. Ja. War es so? So war es. Jawohl, da ist er. Da ist er. Ja. Komm her, dann machen wir den erstmal ab. Diese Brummen da, das ist ja so. Was macht er jetzt? Man macht aber schon ein bisschen mehr Hitze am Anfang. Das wird nicht gelingen. Meinst du nicht? Die Induktion. So, stoße rein. Guckt jetzt schon ab. Ja, ja. Deswegen, das ist gefährlich. Ja. So, und jetzt sind wir mal gespannt. Selbstgemacht im Ofen, Knäppel in der Pfanne. Na? Ja. Dann haben wir fast alles abgedeckt, ne? Ja, genau. Wir müssen dazu sagen, man kann die Pelle auch abmachen, wenn man sie kauft, und kann in der Pfanne das auch machen. Genauso wie wir das gemacht haben, kann man Köpfe dann aufmachen und in der Pfanne braten. Genau. Mit Olivenöl oder was auch immer. Genau, und wir haben auch in dem Rezeptbuch gelesen, man kann auf diese Masse, die wir jetzt im Backofen haben, kann man auch braten in der Pfanne. Ja, kann man in der Pfanne oder im Bräter. Oder in dem Bräter. Genau. Mhm. Da muss man sie aber rühren, wenn man sie brät. Ja, muss da man sie permanent, rühren, ne? Permanent. Permanent rühren. Ja. Ganz wichtig. Ich hol schon mal, ne? Wir haben ja Hunger. Ah ja, das sieht schon gut aus. Guck mal. Ja, eben. Da muss man ein bisschen... So, ja. Das ist jetzt die Frage, wird die mit Deckel oder ohne gebraten? Weil das ist ja schon ein dickes Würstchen, ne, sozusagen. Ich kann mir das auch nicht genau sagen. Wir machen es jetzt mal so und dann sehen wir. Weil Kartoffelwurst kann man auch sieden. Also ich, beziehungsweise viele Leute, die ich kenne, machen die Kartoffelwurst nicht in die Pfanne und braten sie, sondern machen sie zum Sauerkraut und lassen sie leicht kochen. Mitgaren. Genau, genau. Geht auch. Ja. Geht auch. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Da man ja sowieso den Topf heiß hat, normalerweise, heißes Sauerkraut hat, geht das ja in einem. Also das dauert noch mal ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt in der Zeit, bis die gar ist, tun wir schon mal unser Tier raus. Ich hab hier noch einen Tuch, wenn er ist. So, nö, nö. Sieht das nicht toll aus, Kinder? Oh, wow. Hä? Guck mal, da waren die Mäuse schon dran. Nein, das war ich eben. Ich konnte es wieder nicht abwarten. Wir haben keine Mäuse im Backofen. So, jetzt holen wir mal hier so ein Teilchen. Was tollen wir dafür? Das ist ja eigentlich egal. Mhm. Nee? Und jetzt probieren wir das mal. Das sieht wirklich gut aus, ne? Irgendwie... Kann man das in der Kamera auch so wirklich... Also das sieht richtig gut aus. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe ja immer Angst, das ist trocken oder so. Ja, ne? Das ist ja trocken, das sehe ich so schon. Ja, also es sieht aus wie Kartoffelwurst. Das hier ist jetzt etwas gröber. Genau. Du kannst ja vielleicht schon Sauerkraut drauf machen. Sauerkraut. So ein bisschen. Damit man das zusammen auch hat. Also dafür brauchen wir schon eine Stunde für das Essen, ne? Bis es fertig ist. Ja. Das Vorbereiten, das Machen, ja, das Fleisch muss man auch noch kochen vorher. Also es ist jetzt... Ja, aber das macht man am besten Tag vorher. Ja, ne? ja. Weil das schreddern es ja kalt und dann hat man schon mal, das hat man schon mal, den ersten Arbeitsschritt hat man dann schon gemacht. Ja. Sauerkraut, so finde ich auch. Jawohl. Und die Wurst mal drehen. Oh lala. Oh, das sieht aber schon gut aus. Ja. So, du kriegst noch ein bisschen Sauerkraut. Ja. So. Darf ich dir von meiner noch ein bisschen geben? Ich hab jetzt viel mehr. Ja. Wir kennen uns ja. Genau. So, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Jetzt die selbstgemachte Kartoffelwurst auf dem Blech. Ofenblech. Und jetzt probieren wir, weil ich bin gespannt, trocken oder nicht. Ach, guck mal hier, wie witzig. Die Haut gibt nach. Die Haut gibt nach und ist auch nicht schlecht. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn da jetzt auch so eine Pille drauf gewesen wäre. Hm, gute Frage. So, wann mal? So, trocken ist es nett. Ja, habe ich mir gedacht. Deine Befürchtungen sind mal wieder, wie immer, vom Winde verweht. Genau.
ne? Kann man empfehlen, die Arbeit, die man sich macht, wird belohnt. Aber hallo. Kartoffeln was auf dem Tisch. Kochbar was auf dem Tisch. Also, und es ist nichts, es ist nicht saftig, aber das ist auch nicht trocken. Ne, das ist nicht trocken. Ne? Und das ist nicht matschig oder sonst was. Also wirklich eine ganz tolle Konsistenz. Köstlich. Und da passt so ein lecker Bier, fehlt jetzt, ne? So ein Bier dabei jetzt, köstlich. Alles Deftige ist gut. Sauerkraut, es geht nur mit Sauerkraut, ne? Also das Sauerkraut schmeckt man ja auch sofort, wenn das frisch ist, gell? Ja. Ja, kann man auch empfehlen. Die Arbeit kann man sich ruhig antun, wenn man sowieso das Fleisch kauft. Also wenn man aus der Dose macht, muss man auch ein bisschen Fett drin machen. Und so. Also das kann man. Und ist auch gar nicht teuer, frisches Sauerkraut. Kann man sich antun. Köstlich. So. Wow. Jetzt müssen wir natürlich noch Knäppel probieren, ne? Entschuldige einfach mal. Ja. Bitte übergeben Sie. Tada. So. Gut, dass wir so eine längliche Schale haben, ne? Ja, sehr schön. So, wir sind ja unter uns, dann nehme ich das einfach mal. Ja. Mal einfach mal so. Aber die Haut kann man ja nicht mit essen, oder? Nee, die wird einfach. Würde ich nicht. Also könnte man sie eigentlich schon gleich. Das ist so ja wie bei der Weißwurst. Da zuzelt man ja raus und isst man ja nicht mit. Obwohl es Leute gibt, die das mögen. Ne? Das ist ja ein reiner Rinderdarm. Den kannst du auch essen. Also, wenn ihr auch die Haut essen wollt. So, jetzt sieht man nämlich toll den Vergleich. Hol da mal, Jutta. Ich zeig nur mal den Zuschauer den Vergleich. Das ist jetzt hier ausgemacht. Das ist jetzt so eine Metzgerei-Knäppel. Das ist wesentlich feiner, würde ich sagen. Also wir hätten ja jetzt auch feiner machen können. Haben wir aber nicht. Stand aber ich finde das Grobe jetzt auch. Ja. Im Rezept stand so, jetzt bin ich mal gespannt auf den Unterschied. Jetzt muss ich mal hier sezieren. Das ist irgendwie der einzigste Unterschied ist, das ist halt feiner von der Konsistenz. Schmeckt beides super lecker. Ja, das eine ist etwas feiner und das hier ist durch den Backofen wahrscheinlich auch vom Geschmack her so ein bisschen mehr. Das ist eher der Röst, so ein bisschen Röstaroma, so. Ansonsten ist das halt eine feine von der Metzgerei-Knäppel und das ist halt gröber im Geschmack auch. Ne? Ja, toll. Haben wir beides ausprobiert, kochen Sie mal nach. Wenn Fragen sind, bmb@bmbforum, sind Sie eingeblendet. Rezept können Sie abrufen unter morbach.tv im Internet. Ja, und das war's eigentlich schon. Ne? Dann vielen Dank, Jutta. Ich danke dir auch, Miss B. Immer wieder gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.